natürlich bin ich ganz platt irgendwo auch, wie man das sieht. Ist ganz schrecklich, ne? Sie hatten, glaube ich, sogar lange Haare. Warum haben Sie sich abgeschnitten? Weil ich hier kein Wasser habe und ich weiß nicht, wie ich mir die Haare waschen soll. Trotzdem will sich Sabine Wagner hier nicht vertreiben lassen. Sie ist eine von 44 Mieterinnen und Mietern im rheinland-pfälzischen Sinzig, denen fristlos gekündigt wurde, nur 7 Tage nach der Flutkatastrophe. Wir sollten so schnell wie möglich das Haus verlassen, unsere Wohnung verlassen. Ja, aber ich lasse es mir das nicht gefallen, weil wohin soll ich? Für 54 Quadratmeter zahlt die Friseurin 465 Euro warm. Noch. Muss sie wirklich ausziehen? Während es im Häuserblock gegenüber wieder Strom und fließend Wasser gibt, müssen Mieter wie Sabine Wagner und Irina Kowalew ohne auskommen. Nun, wie geht's? Nicht so gut, ja. Das ist alles schwierig. Ich habe auch so geweint. Laut Hausverwaltung sei der komplette Häuserblock nicht mehr bewohnbar. Das sieht Gutachter Mike Menke anders. Die Einschätzung hier in dem Bereich des ersten Obergeschosses ist erstmal objektiv und offensichtlich bewohnbar und erstmal soweit intakt, dass man hier nicht, ich sag mal, komplett die Möbel vom Balkon schmeißen muss und hier umfangreich sanieren muss. Hier ist wichtig, dass die Leute einfach nur Strom, Heizung und fließend Wasser wieder kriegen. Warum also die fristlose Kündigung? Laut Mieterbund sind die Wohnungen staatlich gefördert. Der Mietpreis ist gebunden, allerdings nur noch bis kommendes Jahr. Dann könnten leere Wohnungen zu ganz anderen Preisen vermietet werden. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass jetzt gerade hier in dem Bereich A sehr viele Menschen Wohnraum suchen und dann, dass dann die Mietpreise noch weiter steigen werden. Das ist schlicht asoziales Verhalten. Schon der Versuch ist in gewisser Weise strafbar, moralisch auf jeden Fall. Wir versuchen, den Vermieter und die Hausverwaltung mit diesem schlimmen Verdacht zu konfrontieren. Vergeblich. Zumindest schriftlich versucht sich die Hausverwaltung inzwischen vor den Mietern zu erklären. Die Sanierungsarbeiten würden so groß ausfallen, dass währenddessen keiner in dem Wohnblock bleiben könne. Vor diesem Hintergrund wurden Kündigungen ausgesprochen, um gerade auch für Sie als Mieter klare Verhältnisse zu schaffen gegenüber Ämtern und sonstigen Dritten bei der Suche nach einer neuen Wohnung. Wenn Sie das Mietverhältnis aufrechterhalten wollen, kommen Sie gerne auf uns zu. Heißt übersetzt, wer wie Irina Kowalew und Sabine Wagner bleiben möchte, darf das auch. Fließend Wasser und Strom fehlen allerdings immer noch. Deswegen sollen jetzt erstmal 2 Notstromaggregate aushelfen, bezahlt vom Mieterbund. Denn vom Vermieter kam bislang nichts.